Tü-tü-tü. Zusammenfassung, ah, okay. Alex hat Ethans Pläne für sich behalten. Okay, mal 50-50. Alex hat Riley die Wahrheit gesagt. Alex hat sich rausgehalten. Guck mal, ganz, ganz wenige dafür entschieden. Alex Gabe von ihrer Kraft erzählt, 72. Ich habe Gabe vom Aufwachen der Pflegeheim erzählt, okay. Ja, er wäre so oder so gestorben. Ah, okay. Also ich kann da eigentlich nichts gegen machen, dass er überlebt. Meine Mom dachte gerade, dass ich am Sterben bin. Wieso, hast du geschrien oder was? Uni Stuhl, weil er ausgerastet ist. Ist der Typ da runtergefallen? Wie? Ich bin ausgerastet? Hier. Guck mal, nur 3% haben nur die Hand geschüttelt. 3%, da hätte ich auch nicht gedacht. Ja, wegen den Sound. Ach so. Hast du komplett auf laut oder was? 3%, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Alex und Ryan gesagt, hat Ryan gesagt, Gabe sei ein Nerd. Okay. Aber da war ich nur bei 48. Dann hätte er da nichts gegen tun können. Ah, okay. Alex hat Riley ermutigt, in ihrem Gespräch ehrlich zu sein. Aber das habe ich, das hier mit dem geraten im Gespräch anzugeben. Hä, nein, ich habe nicht gesagt angeben. Schlau zu sein, habe ich gesagt. Das habe ich gesagt. Nicht anzugeben. Wenn das so gemeint war, dann hätte ich auch das andere gesagt. Sag ich euch ehrlich. Oh, hier habe ich nur 4%. Ja, da habe ich verkackt. Alex hatte Gabe auf der Besengitarre abgerockt. So gesehen, dass Gabe die Besengitarre spielt. Da habe ich leider mich verklickt. Da wollte ich eigentlich auch das andere nehmen. Aber 90% haben die so coole Sonnenbrille aufgesetzt. Naja, klar. It's never too dark to be cool. Das ist ganz klar. Alex hat Spuren von Gabes Suche gefunden. Ja. Hab mir auch alles angeguckt. Alex hat sich im Plattenladen ein Lied angehört, habe ich gemacht. Ist nicht an der Musikstation angehalten. Ja, aber ich habe mich schnell durchgeklickt. Du hast mit abgezockt, unverschämt. Abgerockt und mit nicht mit ihm abgerockt habe ich. Oder was meinst du genau? Alex war Charlotte gegenüber optimistisch. Charlotte gegenüber pessimistisch. Alex war sich nicht sicher, was sie von ihm halten hält. Ja, aber den 9-3 wollen wir uns ja nicht machen. Da war schon gut mit optimistisch, das ist gut. Abgerockt, Autokorrektur. Ja, aber die ist da ganz anders reingekickt, glaube ich, bei dem Satz. Aber ich dachte mir schon, was du meinst. Nee, ich wollte es tatsächlich machen, aber ich habe mich da echt verklickt. Alex hat Jett gesagt, sie war nie Kellnerin. Alex hat Gabes Geschichte zugestimmt. Ah, da hätte ich vielleicht doch die Wahrheit sagen sollen, ne? Aber naja. Also, ich weiß gar nicht, aber hat sie jetzt schon mal gekellnert? Nee, ne? Eigentlich nicht. Alex hat Gabe gesagt, sie liebt die Gitarre. Ist ja auch so. Aber aus der Übung hätte ich jetzt gedacht, würden mehr machen. Nicht nur 3%. Da war ich auch immer überlegen, vielleicht einfach das zu machen. Aber eigentlich war es ja ganz gut. Jett hat vor Alex Arbeit als Kellnerin beeindruckt. 89. Nicht beeindruckt, 1%. Oha. Warum hast du gelogen beim Kellnern? Weil ich mir irgendwie gar nicht so sicher war, ob sie das jetzt schon mal gemacht hat oder nicht, wenn ich ehrlich bin. Dachte tatsächlich so, die hat das schon mal gemacht. Aber dann war ich da verwirrt und dann habe ich gedacht, ach komm. Ducky konnte sein Lieblingswhisky trinken. Ist noch verschollen. Lol, das haben 7% nicht hinbekommen oder was? Steph hat Alex im Jukebox-Spiel geschlagen. Steph hat gegen Alex im Jukebox-Spiel verloren. Ja, klar, hat sie verloren. Ich hab da gewonnen. Ich habe gewonnen. Das steht aber irgendwie so verkehrt rum irgendwie. Riley hat sich nach der Schlägerei von Mark getrennt. Naja, klar.
Aber kann man das dann noch anders hinbekommen, dass sie sich nicht so krass streiten und dass er nicht halt sagt, dass der, dass unser Bruder schuld ist? Voll dumm. Wen nimmst du als Lover, den Boy oder den Skull? Bella hier, ich bin noch nicht so weit. Also da musst du vorsichtig sein, dass du nicht zu viel vornimmst, ne? Das weiß ich ja noch gar nicht, dass das irgendwann die Möglichkeit gibt, weißt du? Also nicht irgendwie spoilert oder sowas, ne? Statistik von Freunden? Ja, ich habe gar keine Freunde. Kapitel 2. Ne, das war ja im Trailer, dachte, hast du gesehen. Nee, das habe ich tatsächlich nicht gesehen. Habe ich nicht gesehen. Ich muss mal gucken. Ich weiß halt nicht, wer. Also ich könnte mir Ich bin vorstellen, kein wer großer der Lover Redner. ist, aber muss ich nochmal schauen. Für mich muss ein Barkeeper vor allem eines können: den Mund halten und zuhören. Und wenn es danach geht, war Gabe der schlechteste Barkeeper aller Zeiten. Ich habe nie zuvor einen Radfahrer anhalten müssen, der zu schnell fuhr, bis er daherkam. Er hat sich so viel Mühe gegeben mit meinem Bewerbungsessay. Obwohl er Bewerbung nicht mehr buchstabieren konnte. Oder Essay. Er hat meine Band für ein Gig in der Lantern gebucht. Den ganzen Weg von Seattle bis genau an diese Stelle. Ich erinnere mich an 14 verschiedene Gelegenheiten, an denen Gabe mich zum Lachen gebracht hat. Immer als er den Whisky rangebracht hat. Die erste war vor 2 Jahren. Lange Rede, kurzer Sinn. Statt einem Strafzettel bekam er von mir ein Bier spendiert. Da haben wir das Bier wieder. Gabe stand etwa 1 Meter weit weg und grinste uns an wie ein Idiot. Sie gucken zum Einschlafen, Beste. Da waren sicher noch mehr Leute. Aber ich erinnere mich nur an ihn. Dann sagte er, ich weiß, deshalb ist das K stumm. Bei der 5. Gelegenheit. Es lag ihm wirklich jeder am Herzen. Er war die Art Typ, mit dem man echt immer gern abhängt. Er war ein Weltklasse-Spaßvogel. Er war mein bester Freund. Ich will nur eines über Gabe sagen. Er hat diese Bar als Fremder betreten, aber er verließ sie als Freund. Das wär's dann also. Was Gabe zugestoßen ist, war ein überaus tragischer Unfall. Und ich wünschte mir... Es war kein Unfall. Junge, fang jetzt nicht damit an. Gabe hat in der Mine angerufen. Ich habe ihm ein Satellitentelefon gegeben, damit er auf jeden Fall durchkommt. Die haben es verbockt. Und jetzt... Aha. Jetzt ist Gabe tot. Das war meine Schicht. Falls irgendwer angerufen hätte, wäre ich rangegangen. Niemand rief an. Du lügst. Und das direkt vor Gabes Schwester, verdammt nochmal. Alex hat die ganze Sache mit angehört. Ja. Hallo, mach das doch.
Achso, jetzt Abstimmung. Jetzt müssen wir irgendwo eine Abstimmung sehen. Müssten wir eigentlich irgendwie irgendwo eine Abstimmung. Ah, guck mal, im Bild. Im Bild müsstet ihr jetzt eine Abstimmung sehen. Ja klar, muss ja noch supporten, ne? Das sind die geile Streams. Ey, freut mich, dass dir die Streams auf jeden Fall gefallen. Und danke für den Support. Das, deswegen wusste ich nicht, dass. Ah, ja, genau. Ich hab gar nichts gesehen über das Spiel vor. Schade, Accurats. Okay, was denn? Was denn? Oh, die Stimme auch ab. Ja. Komm, er hat recht. Komm schon, komm schon, komm schon. Er hat recht, es ist. Muss es sein. Bei euch eigentlich, bei mir schon. 50%, 50%. Ich darf, also darf ich entscheiden? Naja, ich hab nicht gehört, wie Gabe angerufen hat. Aber er hat gesagt, dass er durchgekommen ist. Wenn Gabe das gesagt hat, dann glaube ich ihm das, Mac. Was sagst du dazu? Ich hab dazu nichts zu sagen. Es gab keinen Anruf. Wer hat denn jetzt nicht, ist nicht ganz einfach. Denkt von mir aus, was ihr wollt. Okay, Leute. Dies ist eine laufende Ermittlung und... Wie wär's, wenn wir den Ablauf nochmal durchgehen? Hm? Junge. Als ich dich im Plattenladen sah, wolltest du Gabe unbedingt finden. Erinnerst du dich warum? Hm? Wieder ein Streit mit Riley? Den Scheiß muss ich mir nicht geben. Ich sag ja nur, es ist schon komisch, dass du mit blutigem Gesicht aus Gabes Wohnung taumelst. Right. Und ein paar Stunden später verpasst du ganz zufällig den Anruf, der sein Leben gerettet hätte. Ich hab dir doch gesagt, es gab keinen Anruf, Mann. Vielleicht wurde er unterbrochen. Verflucht nochmal, ist ja nicht so, als wäre Gabe immer zuverlässig gewesen. Du passt lieber auf, was du sagst, Mac. Ryan, das reicht. Ich will genau wie du verstehen, was das zu bedeuten hat, aber das ist nicht der Ort... Schwachsinn, Dad! Dieser Typ nennt Gabe einen Lügner und das auf seiner scheiß Trauerfeier. Nein, ich sag dir bloß... Mac, ich schwöre, wenn du noch einmal behauptest, dass es keinen Anruf gab... Hört auf! Hört sofort auf! Juhu! Das ist weder der Zeitpunkt Juhu. Noch der Ort. Heute geht es um Gabe. Okay, Ryan? Charlotte, es tut mir leid. Es ist nicht... Ich will nur... Ich glaube, das war gar nicht der Typ. Und die leuchten rot wegen den Emotionen. Und Meliodas, ein Typ von Meliodas. Ich bin schuld an seinem Tod. Ewig ist es her. Ach, wirklich nicht. Was zum Teufel hast du gerade gesagt? Ryan, genug jetzt. Oh, komm schon. Ich meine ja nur, du warst doch schließlich der, Mac, der... Mac, halt den Mund, verdammt. Nein. Nein, na los. Du hast was zu sagen, Mac? Dann spuck's aus, verdammt nochmal. Komm schon, Jungs. Ich will nicht eingreifen. Also gut, wie du willst. Wo wir schon mit Anschuldigungen um uns werfen? Du hast doch das Seil durchgeschnitten, nicht wahr? Ja. Warum nicht dir? Ihr geht besser. Na los, raus! Alex? Abstimmung vielleicht nur über PC, das kann natürlich sein. Scheiß auf diese Typen. Ja. Alles okay? Also auf jeden Fall haben wir gerade zwei Emotionen gesehen. Einmal rot, das ist ja für Wut und sowas, ist klar. Und dann haben wir einmal ganz kurz, weil der Typ mit der da die ganze Zeit die Scheiße gesagt hat, da haben wir lila gesehen. Ich glaube, das ist so für Angst und so, oder? Hätte er das Seil nicht durchgeschnitten, wäre Alex auch gestorben. Ja, eben. Also, ich würde jetzt auch sagen, dass er halt einfach so eine Entscheidung getroffen hat, die man in dem Moment treffen muss. Aber natürlich sehr, sehr, sehr schwer ist. Aber
Im Moment. Verflucht, nein. Das wird es sein. Was sagen wir jetzt? Verflucht, nein, oder? Eigentlich. Gar nicht so genau geschnitten, was sie jetzt eigentlich gesagt hat. Komm. Gott, nein. Ich bin ein Wrack. Du musst dich nicht zusammenreißen. Danke. Willst du... Ich habe nicht aufgeräumt, aber... Willst du reinkommen? Klar. Was für dich aufgeräumt? Die ist doch noch nicht mal einen Tag da, oder? Die ist doch noch nicht mal einen Tag da, meine ich. Du spielst Gitarre? Früher, das war ein Geschenk. Früher. Ja, schon. Damals. Cool. Gabe wollte mich mit seinen Wheelies vom Plattenladen immer zum Lachen bringen. Hat nie geklappt. Dann hat er sich gemault. Das war lustig. Boah, jetzt ein bisschen lauter geworden, oder? Gerade? Gabe wollte diese Lab-Sache für Ethan durchziehen. Aber am Ende... war er viel aufgeregter als alle anderen. Ich hätte so gern gesehen. Juhu! Killer Bright ist da. Rate, wer da ist. Ich habe eine Vermutung. Das hier ist vom letzten Jahr. Wir... Jetzt wird morgen Platz zum Feiern gebaut. Auch nicht schlecht. Guck auch nachher nochmal bei Minecraft rein. So eine halbe Stunde. Denk nicht dein Ernst. Das glaube ich nicht. Was? Er hat sie echt behalten. Dieser Arsch. Was für dieser Arsch? Tut mir leid. Gib mir eine Minute. Was für eine Minute? Das ist meine Wohnung. Kein Problem. Aber wir gucken kurz, was los ist. Beruhigt. Killer Bright, wer ist da? Keine Ahnung, Alter. Jetzt weiß ich, wer da ist. Hast du einen Namen gefunden jetzt endlich? Fick dich, Alex. Du kannst das. Du kannst das. Susan ist da, ja. Woran auch immer diese Flasche sie erinnert hat, macht sie fertig. Ob ich ihr auf die gleiche Art helfen kann wie Ethan? Na klar. Ich muss ihre Traurigkeit fühlen, um herauszufinden, wie ich ihr helfen kann. Hätte ich mich vielleicht eher vorher die Flasche angucken müssen oder so? Nö. Das Beste, was dir passieren könnte, du vergisst mich, wenn du nicht jedes Mal mit einem neuen Namen reinkommst. Er geht gleich einfach Minecraft ohne mich. Uff. Ja, wenn du immer schläfst tagsüber und nachts über komplett am Start bist. Jetzt kann ich herausfinden, was wirklich mit Steph los ist. Ich glaube, dass zwischen Steph und Gabe vielleicht... Ah, bester Freund, hatte sie gesagt, ne? Ich weiß halt auch, ich kann das Alter auch nicht einschätzen bei denen. Doch voll schwer. Also wir müssen uns ja die Flasche angucken. Das ist wohl das Wichtigste wohl irgendwie. Meine Damen und Herren, ich präsentiere den neuen ultimativen Kicker-Champion, Gabe Chen.
Alter, du bist so ein Arsch. Jetzt muss ich für immer in dieser dämlichen Stadt bleiben. Wir wissen beide, du hättest mich besiegt, wenn du es wirklich gewollt hättest. Bullshit. Okay, das war irgendwie vom Kicker-Turnier, okay. Ich darf das, na ja, klar. Jetzt hast du auch noch eine andere Farbe. Jetzt ganz verwirrend gerade. Ja, kein Plan, wieso. Ich glaube, wegen Liebeskummer. Aha, aha. Scheiß blauer Meteorit. Total overpowered. Oh. Ist dein Controller wieder kaputt? Wir spielen, bis ich gewinne. Klassiker. Dann schlafe ich heute wohl hier. Sind blau unterwegs. Perfekt. Wie heißen die nochmal? Don't shit on my yard. Die sind mega. Ihr Gitarrist hat nur einen Arm. Krass. So muss das heißen. Werde ich die Farbe in den Chat rein. Suchen jetzt noch richtig Farbe rein. Irgendwas war mit dem einem da vorne. Alter, lass gut sein. Ich habe mein Busticket schon gekauft. Okay, okay, warte. Alles oder nichts. Noch ein Spiel. Wenn ich gewinne, musst du bleiben. Wenn du gewinnst, bezahle ich dein Ticket. Du hast soeben $50 verloren. Okay. Naja, sind halt einfach so Best Friends-mäßig unterwegs gewesen, glaube ich. Ah, fickt halt mein Kopf, aber egal, dein Stream muntert mich immer auf. Immerhin das. Weiß zwar jetzt nicht genau, was bei dir da los war, aber wenn ich das zumindest für die Streams aufheitern kann, freue ich mich schon mal. Wenn nicht ich, wer sonst? Na, stimmt wohl, das stimmt wohl. Ich muss rausfinden, warum Steph so aufgebracht ist. Auf deinen neuen Job beim Radio. Oh, habe ich's dir nicht gesagt? Ich nehme den Job nicht an, ich ziehe nächste Woche nach Denver. Du machst was? Ich denke, ich weiß jetzt genug, um ihr zu helfen. Aha, aha.